Ich habe es eben schon mal gesagt, die Reise ist ein normaler Fachbesuch und wie auf meinen Fachreisen üblich, tausche ich mich natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen aus, die die gleichen Themen bearbeiten. Und die Reise wurde ja auch mit den taiwanesischen Partnern im Vorfeld abgestimmt und konsensual abgestimmt. Und insgesamt ist ja auch, sind wir sehr zufrieden mit den Gesprächen, weil wir eben auch ganz konkrete Projekte in Angriff nehmen sollten. Und insofern ist das Wollen, insofern ist das ein schöner Fortschritt auch für die verstärkte Kooperation. Die Fachreise ist ja auch wirklich mehrere Monate vorbereitet gewesen. Insofern ist es für eigentlich keine Überraschung, diese Reise. Und ein Fachaustausch und eine Kooperation auf Fachebene sollte auch in Zukunft Normalität sein. Und dementsprechend bin ich auch diese Reise angetreten. Also die Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett wissen natürlich ganz besonders, was mit Blick auf die Ressorts, die sie verantworten, besonders von Bedeutung ist. Insofern werden sie das selbst sicher entscheiden, weil vielfältige Dinge hier auch interessant sind vor Ort. Ein Vierteljahrhundert wird es sicher nicht dauern, weil wir mit Blick auf Forschung und Innovation und auch Bildung viele Themen identifiziert haben. Insofern wird das nicht wieder so lange dauern, sondern es sollte Normalität werden auf der Fachebene. Haben Sie gelernt? Was hat Sie inspiriert und in welchen Bereichen würden Sie wirklich sagen,